Eine Erotikmesse wird hier hinter mir beginnen in einer halben Stunde auf diesem Innsbrucker Veranstaltungsgelände. Würde ich gerne hingehen, gibt es vielleicht was zu genießen, werden sich manche denken. Ich denke, wir Menschen haben alle Hunger nach Sex. Ich glaube, Gott hat uns so geschaffen als sexuelle Wesen. Und mir ist klar, die meisten wissen, es gibt schlechten Sex, der verletzen kann, der zur Hölle werden kann. Und es gibt auch guten Sex, der himmlisch sein kann. Und ich bin überzeugt, auf so einer Erotikmesse, da findest du keinen Sex, der dich glücklich macht. Den erfüllenden Sex, den kannst du dir nicht selber machen, auch nicht mit Objekten einer Erotikmesse, mit einem Vibrator, einer Gummivagina, einem Sexroboter oder einer Pornobühnenshow. Was redet dieser Mönch mir von Sex, werden sich manche denken. Auch als Franziskaner bleibe ich ein Mann mit sexuellen Anlagen und sexuellen Trieben. Und ich denke mir, ich habe ein gutes Gespür, was die Beziehung zwischen Mann und Frau betrifft. Und ich habe auch Einblick in das Sexualleben von Menschen. Denn Leute berichten mir immer wieder von ihren Erfahrungen, von ihrem Gelingen und Scheitern, auch in ihrem Sexualleben. Und noch dazu kenne ich Jesus. Ich meine, er hat uns Entscheidendes zu sagen zum Thema Sex und Beziehung. Ich denke, die meisten Menschen spüren, Sex ist dann stimmig, wenn er in einer wahren Liebesbeziehung eingebettet ist. Und mir scheint, das hängt auch damit zusammen, dass wir Menschen uns viel mehr als nach Sex, nach Intimität sehnen. Und ich denke, die meisten suchen diese Intimität und viele finden nur bloßen Sex. Und meines Erachtens ist das die Pointe. Erfüllter Sex braucht ein Zuhause. Und das ist die treue Liebe zwischen Mann und Frau. Eine Liebe, wo Mann und Frau ganz Ja zueinander sagen, für ein Leben lang. Und das ist meines Erachtens letztlich die Ehe. Und so eine echte Liebe, denke ich mir, muss auch offen sein für Fruchtbarkeit. Das heißt, dass sie auch prinzipiell bereit ist, Kindern das Leben zu schenken. Und ich denke, von so einem Lebensstil spricht Jesus und er möchte uns helfen, das zu verwirklichen. Für Jesus steht das Kreuzzeichen. Meines Erachtens ist das die Botschaft des Kreuzzeichens. Gott gibt alles für uns Menschen und er hilft auch Mann und Frau, sich einander ganz zu schenken. Und deshalb ist ein Kreuzzeichen auf der Werbung für eine Erotikmesse meines Erachtens eine unverschämte Frechheit. Das passt überhaupt nicht darauf. Und meines Erachtens möchte Jesus sagen, es tut mir weh, dass ihr ein Kreuz auf diese Werbung macht. Und ich denke, er möchte uns allen sagen, lasst euch nicht täuschen von den Leuten der Erotikindustrie. Sie spielen mit der Sehnsucht der Menschen nach Sexualität und Intimität und machen sich ein Milliardengeschäft daraus. Ich denke, Jesus möchte sagen, hört auf mich, ich zeige euch das wahre Glück. Die treue Liebe, das ist die Heimat für genussvollen Sex.